Frau Magistra Ederer, Sie waren als Staatssekretärin federführend bei den Verhandlungen, bei den Jumbo-Verhandlungen in Brüssel dabei. Als Österreich ausverhandelt hat, kommen wir jetzt in die Europäische Union oder kommen wir nicht? Das war ja eine Mega-Verhandlung. Was sind denn so Ihre Erinnerungen heute, ja, also 21 Jahre danach? Da gibt es zwei unterschiedliche Zugänge. Das eine ist, was sind meine Erinnerungen in dem Beitritt, in der Zeit des Beitritts oder in der Vorbereitung und Information der Bevölkerung. Da waren einige Themen ganz zentral. Das waren zum einen die Frage der Neutralität. Das war zum anderen die Frage, Atomkraftwerke müssen wir, weil da gab es das Gerücht, wir müssen sozusagen durch den Euratom-Vertrag zulassen, dass auch hier die friedliche Nutzung der Kernenergie stattfindet. Dann war das sehr stark die Frage der Standards bei Lebensmitteln. Also unter dem Stichwort Blutschokolade ist dann am Schluss vor der Abstimmung einmal gekommen, dass wir Blutschokolade essen müssen. Und dann ist die Frage auch gewesen, Zweitwohnsitz. Da gab es gerade im Westen Österreichs die Sorge, dass viele da wiederum von Deutschland hereinkommen und hier Grund und Boden aufkaufen, weil das ja keine Beschränkungen mehr unterliegen durfte. Das war sozusagen die Hauptthemen im Beitritt und die Frage natürlich dann bei den Verhandlungen da bei diesen im Februar, Anfang März in Brüssel 1994 war in erster Linie die Frage, wie viel Geld bekommen wir von der Europäischen Union? Wie schaut das aus mit der Landwirtschaft? Da sind wir hinausgefahren und haben gemeint, wir wollen lange Übergangsfristen, weil Teile unserer Landwirtschaft ja geschützt waren von den EU-Regularien. Und das war dann so, dass die EU gesagt hat, ihr kriegt doch relativ viele Mittel, aber von relativ schnell, eigentlich mit Beitritt, müssen wir das Agrarsystem der Europäischen Union übernehmen. Und das waren dann schon Themen, die wirklich sozusagen auch heftigst diskutiert worden sind in der österreichischen Delegation. Da kann ich mich erinnern, Sie haben Willy Clerc, war da der belgische Landwirtschaftsminister. Oder Außenminister, ja, den haben Sie, der ist von Amerika, da kenne ich also den Film, der ist von Amerika gekommen und Sie sind dann zu ihm ins Büro, ja. Und da gibt es Zitat, Brigitte hat mich dann doch überreden und überzeugen können. Es kommt also sehr wohl darauf an, Überzeugungsarbeit zu leisten und das Vier-Augen-Gespräch. Ich habe den über Jahre gekannt, den Willy van Klerk. Van Klerk, ja. Willy van Klerk und... Das war einfach so, dass ich ihn, wie gesagt, wir hatten ein gutes Gesprächsklima. Das war damals die Transitfrage. Und ich hatte natürlich zu ihm einen Zugang über Jahre aufgebaut, Vertrauen, dass wir uns auch anders irgendwie informieren konnten und Dinge erklären konnten, wie das in der Regel zwischen zwei Politikern der Fall ist. Und das hat damals sicher geholfen, ja. Wie dann der Durchbruch war, auch da zitiere ich die Frau Magistra Ederer, Sie haben gesagt, es war ein Gefühl, als würden Sie 10 Zentimeter über dem Boden schweben. Naja, wir sind alle hinausgefahren und haben gewusst, wir müssen ein gutes Verhandlungsergebnis nach Hause bringen, weil das ist ja die Grundlage für die Volksabstimmung. Und wir haben gewusst, wenn das nicht gut ist und wenn da viel an Kritik vorhanden ist, dann werden wir die Volksabstimmung nicht gewinnen. Und das heißt, es gab einen irren Druck, da ein gutes Ergebnis nach Hause zu bringen. Und wie wir dann abgeschlossen haben, die Verhandlungen, habe ich mir schon gedacht, also das müsste eigentlich reichen für die Volksabstimmung. Und das war dann schon ein gutes Gefühl. Wie wir dann die Volksabstimmung gewonnen haben, war es noch ein besseres Gefühl. Das wollte ich nämlich gerade fragen, wie es Ihnen dann gegangen ist, weil das muss ja ein spannender Tag gewesen sein, dieser 12. Juni 1994. Viele haben ja gesagt, es ist so ähnlich wie ja, der Staatsvertrag 1955, aber in einer ganz anderen Dimension. Haben Sie das auch so empfunden? Oder wie würden Sie diesen Beitritt oder diese Volksabstimmung über das Beitritts-BVG, wie würden Sie denn da, also von der Wertigkeit in der Geschichte, für die Geschichte Österreichs, diesen bezeichnen wollen? Auch sowas Ähnliches wie der Staatsvertrag 1955? Es hat ganz andere Inhalte, aber letztendlich war es zeitgeschichtlich ein ganz wichtiger Schritt für Österreich, Mitglied dieser Europäischen Union zu werden und hier sich zu positionieren. Das war natürlich ein Teil Zeitgeschichte und da ein kleines Stück dabei zu sein, ist natürlich spannend. Und werde ich auch nie vergessen und war wahrscheinlich auch der Höhepunkt meines beruflichen Lebens. Sie waren ja die einzige Frau eigentlich in der Verhandlungsdelegation, wenn ich mich daran erinnere.
Von den Politikern? Beamte gab es mehr, also es gab schon Frauen in der Delegation, wie wir hinausgeflogen sind, aber von den Politikern war ich die einzige Frau. Ja. Mhm. Und das ist auch schon eine Teilzeitgeschichte. Ja. Aber ja, das hat mich gefreut damals. Wir haben den 12. Juni 1994 mit einem tollen Ergebnis, wo man gesagt hat, ja, also das war ja auch sehr viel Werbung, man musste eigentlich in die Europäische Union und da haben wir ja auch den Tausender, den Ederer Tausender, da sind Sie auch in die Geschichte eingegangen. Wenn Sie es heute so rückblendend betrachten, den Beitritt Österreichs, die Beitrittsverhandlungen, würden Sie etwas anders ausverhandeln? Das ist vielleicht die erste Frage. Und die zweite Frage, wo sehen Sie Vor- und Nachteile der Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union? Also als erstes möchte ich zu meiner Ehrenrettung sagen, dass die Frage der 1000 Schilling, die man sich erspart bei einem EU-Beitritt, lange nach der Volksabstimmung war. Also das kann gar nicht die Volksabstimmung beeinflusst haben, weil es lange nachher war und es wurde gesagt, für eine vierköpfige Familie erspart sich circa 1000 Schilling im Jahr. Das haben dann auch mehrere wissenschaftliche Studien ergeben, aber die Österreicher und Österreicher haben das anders gesehen, weil auch wir sind am 1. Jänner 1995 beigetreten und gleichzeitig ist das ein Sparpaket in Kraft getreten. Und die Österreicher zu Recht können nicht unterscheiden, sind die Gebühren jetzt erhöht worden, weil wir der EU beigetreten sind, ist das Schlagobers, das Mehl, viele Elektrogeräte billiger geworden, die haben das vermengt und letztendlich haben sie das Gefühl gehabt, das stimmt nicht. Das wird mir bis heute noch übel genommen. Also es gibt immer noch Menschen, wenn ich mit der U-Bahn fahre oder im öffentlichen Bereich bin, die mich ansprechen, relativ aggressiv drauf, wo ist der Tausender? Also das gibt es heute noch, nach 20 Jahren ist das irgendwie beeindruckend. Was würde ich anders machen? Ich glaube, die Verhandlungen haben wir gut geführt. Was man sagen muss, aber das kann man nicht, hätte man nicht anders machen können, aber nachher hätte man vielleicht was überlegen. Wir haben durch die Europäische Union eine Regulierungsebene dazu bekommen. Also wir haben Gemeinden, wir haben Länder, wir haben den Nationalstaat. Und wir haben auch jetzt noch die Europäische Union, die mittlerweile ja relativ viel unseres Lebens regelt. Und da hätte man schon diskutieren müssen, stärker nach der Volksabstimmung, müsste man nicht irgendeine Ebene oder Teile einer Ebene wieder herausnehmen, wie meine dazu gewonnen haben. Das haben wir uns nicht getraut. Weil das natürlich auch schwierig ist. Und man sieht ja in der Steiermark, wie allein das die Frage der Bezirksgrenzen schon ein Thema sind. Also da wirklich eine Regulierungsebene zu einem erheblichen Teil herausnehmen, was eigentlich sein müsste, das wäre schon sehr mutig gewesen. Also ich würde es halt nicht anders machen, aber ich bin der festen Überzeugung, man müsste da was tun. Und die Frage, was sind die Vorteile, ich glaube, was wir uns alle überhaupt nicht vorstellen können, ist, dass es zu dieser Europäischen Union dazugehören, heißt einfach, es ist ein Schub von Öffnung durch dieses Land gegangen, das heute sich ein 20-Jähriger oder 20-Jähriger gar nicht mehr vorstellen kann, aber es ist heute möglich, dass man im Ausland studiert. Es ist sozusagen eine Öffnung, die man gar nicht hoch genug schätzen kann. Es ist ein Friedensprojekt, das da in Europa an der Wiege gestanden ist zur Europäischen Union, das man gar nicht hoch genug schätzen kann, weil man denkt, dass wie schnell kriegerische Auseinandersetzungen oder Konflikte wieder entstehen, am Rande dieser Europäischen Union, in der Ukraine jetzt zum Beispiel. Und auch, ich will mir gar nicht die Finanzkrise vorstellen, hätte es jetzt nicht die Europäische Union gegeben und die Instrumentarien. Und natürlich sind die teilweise noch nicht wirklich sehr schlagkräftig oder müssen noch justiert werden. Aber es gibt Instrumentarien, um gewisse Themen zu bewältigen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie eine Finanzkrise stattgefunden hätte, gäbe es nicht die Europäische Union. Also diese Europäische Union wächst zusammen. Es ist zum Beispiel beeindruckend gewesen, dass die deutsche Bundeskanzlerin und der französische Präsident in die Ukraine fahren und dann nach Russland fahren und versuchen, nicht Waffen zu liefern, sondern hier eine friedliche Lösung zu finden. Das ist die Europäische Union, weil warum soll von zwei Nationalstaaten jemand in ein anderes Land fahren? Also das ist schon beeindruckend und gut. Was ist manchmal ärgerlich? Ärgerlich ist manchmal, dass natürlich die Europäische Union nicht oder die Beamten der Europäischen Union manchmal nicht anders sind wie die nationalen Beamten. Es gibt immer eine gewisse Regulierungs, äh,
wie sagt man da am besten, eine Regulierungswünsche, die meiner Meinung nach nicht immer so notwendig sind. Natürlich stehen da immer wirtschaftliche Interessen oder Konsumenteninteressen oder was immer dahinter. Und es gibt immer einen Grund, um Dinge zu regulieren. Ich würde mir wünschen, dass man ein bisschen weniger sich darüber Gedanken macht und eher so große strategische Themen angeht. Also nicht so sehr Wirtschaft, sondern mehr Politik. Und ich sage auch immer, wie können wir die Europäische Union den Menschen näher bringen? Und Jacques Delors sprach, Europa muss man eine Seele geben. Mhm. Haben Sie da vielleicht irgendeinen Gedanken, eine Idee, wie kann man denn die Europäische Union den Österreicherinnen und Österreichern näher bringen? Wenn wir die Eurobarometer-Umfragen anschauen, so happy sind wir ja wohl auch nicht, dass wir in der Europäischen Union sind. Und teilweise wird Brüssel als der Sündenbock dargestellt. Na, das war das Versäumnis aller Regierungen, egal welche Partei zusammen oder welche Couleur sie waren. Man fährt immer wieder nach Brüssel, ist da Teil der Entscheidung. Wenn es dann nicht passt oder wenn es zu Hause nicht opportun ist, dann ist man groß in Gefahr, dass man sagt, das war die Europäische Union und behandelt damit die Europäische Union, allein die Handbewegung zeigt ja, wie einen Feind. Mhm. Und wenn man etwas erreicht hat, dann sagt man, man hat sich gegen Brüssel durchgesetzt. Mhm. Und das ist an sich ein Unsinn, weil da sitzen 28 Minister der verschiedenen Räte oder des verschiedenen Fachgebiete eben an einem Tisch und finden eine Lösung, die meist auch ein Kompromiss sein muss. So ist es eben. Und da ist, glaube ich, viel an Zustimmung auch verloren gegangen. Ich glaube schon, so Aktivitäten wie jetzt, dass man versucht, friedliche Lösungen zu finden in der Ukraine. Dass man letztendlich sehr viel diplomatische und Anstrengungen setzt, um auch im Nahen Osten Lösungen zu finden, dass man seiner Verantwortung sich da bewusst ist. Ich glaube, das ist schon ein sehr positives Zeichen und bringt vielleicht ein bisschen die Emotionen, die notwendig wären, um dieses Europa wirklich positiv zu positionieren. Wo sind Sie, abschließende Frage, die Europäische Union und letztendlich auch Österreich in den nächsten 20 Jahren? Na, wenn ich einen Wunsch hätte, frei hätte, dass ich die Vereinigten Staaten Europas noch erleben würde. Das weiß ich nicht, weil das die Europäische Union eben schon viele historische, ich meine, das sind einfach Nationalstaaten, die haben vor 70, 80 Jahren noch Krieg gegeneinander geführt. Und das kann natürlich nicht so schnell vergessen werden. Und daher ist es etwas anderes wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Da gibt es immer wieder Rückschläge. Da ist es auch ein Gewurstel. Also es ist nicht sozusagen der Plan, den man am Reißbrett entwirft und das ist jetzt das hervorragende Europa. Sondern das ist ein, wenn Sie so wollen, Trial and Error. Aber ich glaube schon, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Und wenn ich noch erleben dürfte, die Vereinigten Staaten von Europa, wäre das super. Einen Bundesstaat Europa sozusagen, mit einer Präsidentin vielleicht an der Spitze? Ja, also mir wäre diese Integration so wichtig, dass ich auch mit einem Mann zufrieden wäre. Vielen herzlichen Dank. Wir sind unter einer halben Stunde. Danke, Frau Magister.